So, und nun haben sich inzwischen auch das niederländische Fernsehen in unsere Sendung eingeschaltet. Und ich darf die Zuschauer in den Niederlanden zum ersten Mal bei unserer Sendung Aktenzeichen XY ungelöst begrüßen. Im Aufnahmestudio in Enschede koordiniert Polizeipräsident Dr. Peel die Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei. Und mein Kollege Johann von Minnen in der Bundesrepublik aus Werner Höfers Frühschoppen hinlänglich bekannt, registriert für die Zuschauer die möglichen Ergebnisse in diesen Stunden. Die heutige Sendung ist zugleich ein interessantes Experiment für uns. Zum ersten Mal muss die Aktenzeichensendung in zwei Sprachen ausgestrahlt werden. Ist bei Ihnen alles klar, Herr von Minnen? Vollkommen. Die einzelnen Filme zu den Fällen werden hier bei uns mit niederländischen Untertiteln versehen. Und alles, was bei Ihnen in Wiesbaden oder in Zürich oder Wien live gesprochen wird, das übersetzt hier bei uns ein Dolmetscher. Sein niederländischer Text wird über unseren Rundfunk, über die Welle des dritten Programms und über den Drahtfunk ausgestrahlt. Die Zuschauer in den Niederlanden könnten also die deutsche Originalfassung verfolgen und zusätzlich aus einem Radiogerät die niederländische Übersetzung hören. Eine recht interessante Lösung. Und wir werden sehen, wie sie funktioniert. Über die Ziele und Prinzipien unserer Sendung haben Sie Ihre Zuschauer in den Niederlanden ja heute Abend in einer gesonderten Sendung informiert, nicht? Ja, wir haben vorhin vor den Nachrichten, also in einer halbstündigen Sondersendung, ausführlich erklärt, auch unsere Telefonnummer, unter die wir zu erreichen sind. Dann können wir gleich mit dem ersten Fall beginnen.